Ich befinde mich in New York am Times Square und ich werde versuchen, in den nächsten 24 Stunden mindestens 15.000 Kalorien hier in New York zu essen. Die ersten Kalorien befinden sich hier schon in meiner Hand und wir werden natürlich die heutige Kalorien-Challenge nach den internationalen Hamsterregeln machen. Das bedeutet, ich habe 24 Stunden Zeit. Ich zeige euch mal wieder die Uhrzeit, damit ihr auch seht, dass das wirklich in 24 Stunden gefilmt wurde. Und natürlich seht ihr mich am Zeitraffer das Ganze auch essen. Weil wir nicht so Fake-Food-Challenges machen wie viele andere da draußen. Wir haben Montag, den 6. Dezember. Es ist 10.44 Uhr. Und ich würde sagen, auch gar nicht viel Zeit zu verlieren, machen wir einen der krassesten Cheat Days, den YouTube Deutschland jemals gesehen hat. Die ersten 2280 Kalorien befinden sich hier vor mir. 12 Glazed Donuts von Krispy Kreme, die ich direkt nebenan gerade eben geholt habe. Ganz frisch, kann man sogar zuschauen, wie die zubereitet werden. Und dann sind die einfach nur mit Zuckerguss überbacken. Die ganze Portion hat 25 Gramm Eiweiß, was so gut wie gar nichts ist. Die ersten Kalorien dann immer die geilsten und die, die noch am leichtesten reingehen. Man muss aber auch sagen, diese Krispy Kreme Donuts schmecken einfach geil und haben eine geile, fluffige Konsistenz. Man kann die so richtig luftig zusammendrücken und sich einfach reinschieben. Und das in der wahrscheinlich bekanntesten Stadt der Welt, New York. Wir werden alles essen, von Burgern, Pizza, irgendwelche kranken amerikanischen Süßigkeiten. Bei 15.000 Kalorien ist alles, aber nichts normal. Guten Appetit. So, uns wurde gerade gesagt, dass wir hier langsam weg müssen, weil die jetzt hier tanzen wollen. Ich habe noch 3 Donuts vor mir. Also die sind jetzt nicht mehr so lecker. Die ersten 9 waren geil. Das sind aber immerhin auch 2280 Kalorien. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt 15.000 schaffe in 24 Stunden. Und wenn ich schaffe, ob das easy war oder nicht. Mal gucken, wir werden es herausfinden. Also es ist und bleibt eine Challenge. Schließlich ist das locker das 5-fache, was ich normalerweise an einem Tag esse. Jetzt würde ich sagen, keine Ausreden, rein mit den Kalorien. Ich hätte mir auf jeden Fall einen heißen Kaffee mitnehmen sollen. Da wäre es deutlich leichter runtergegangen. Aber jetzt der letzte Bissen und dann machen wir weiter mit was Herzhaften. Ich wusste auch gar nicht, dass Rohat sein Gamingzimmer hier direkt in New York hat. Naja, ich könnte mir auf jeden Fall dort auch was holen bei dieser Challenge, weil der grüne Brokkoli ist in New York mittlerweile legal. Und das soll ja so richtig beflügelnde Wirkungen haben, was Essen angeht. Ich persönlich bin kein Konsument des grünen Brokkolis. Bei mir gibt es nur grünen Brokkoli mit Hähnchen und Reis. Ansonsten nichts in die Richtung. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass wir das nutzen werden. Aber wer weiß, mal gucken, wo die Challenge uns hinführt und wie groß die Verzweiflung sein wird. Jetzt sind wir erstmal auf dem Weg zum nächsten Laden. Und zwar zu Shake Shack, wo ich mir ein paar saftige Burger reinhauen werde. Also, wir machen weiter mit 3 chilligen Burgern, die zusammen 2090 Kalorien haben. Ein Double Shack Burger, noch ein Double Shack Burger und ein Hot Chicken Burger mit 570 Kalorien. Stand sogar auch auf der Tafel. Die anderen haben 760, glaube ich. Gibt es auf der Website nachzuschauen. Wir fangen jetzt mal hier mit dem scharfen an. So klein und süß, kaum zu glauben, dass der 570 Kalorien liefert. Mit Coleslaw drauf und einer Hähnchenbrust, die in scharfer Marinade gedingst ist. So ein Chicken Sandwich, wie man in den USA gesagt. Beiß mal rein, da habe ich richtig Bock drauf. Wow. Oh, keine so nicht scharf, Alter. Boah, da brät's mich weg, Alter. Natürlich zu trinken während der ganzen Challenge trinke ich euch nur Kaffee, Wasser und sowas, Sachen, die keine Kalorien haben, weil Flüssigkalorien zählen nicht. Ist übrigens auch noch eine Regel der Hamsterregeln. Ich werde einfach nur Wasser auf entspannt trinken. Der wird locker 2-mal brennen. Aber schmeckt noch richtig geil. Ich habe noch richtig Bock drauf, weil ich nur Süßes hatte bis jetzt. Die Donuts liegen auch echt leicht im Magen. Während ich die gestern noch ein bisschen Bauchweh bekommen. Eine gute Stunde nach Challenge Beginn liegen die relativ gut im Magen. Wir haben ein bisschen gebraucht mit der Uber zum Rumfahren. Jetzt will ich mal hier noch so einen Double Shack Burger. Die schauen richtig geil aus und sind von der Burger Kette und sehen einfach aus wie aus einer Werbung so. Boah, krass. Alter, schaut dir mal an, wie perfekt das hier gegrillt ist. Das Bun so weich und luftig. Schaut einfach nur schön aus. Super Verhältnis. Und das von einer verdammten Fastfood-Kette. Wer geht eigentlich noch zu McDonald's und holt sich da for real Burger, wenn man sowas haben kann? Ich finde sogar, die sind noch geiler als die von In-N-Out. Die lasse ich auf jeden Fall easy schmecken und ich glaube, die gehen auch ziemlich leicht rein, um ehrlich zu sein. Ein paar Minuten später, den letzten Bissen vom Burger. Ich muss sagen, okay, jetzt beim dritten war es auch wieder nicht mehr so geil, muss ich sagen. Der erste hat auch ganz nice geschmeckt, aber der eine Hot Chicken, der hat mir den Maul zerbrannt wie nochmal was.
Also scharf in den USA. Ich bin aber auch eine Pussy, was Schärfe angeht. Das ist mir auf jeden Fall zu viel. Jetzt haben wir den Kollegen hier noch rein. Aha. Dann sind wir hiermit schon bei 4.500 Kalorien. Ich merke aber, dass das Fleisch sättigt, weil Proteine sättigen mehr als Kohlenhydrate. Und dazu auch ein bisschen was getrunken. Jetzt mache ich kurz Pause und dann geht es weiter mit dem nächsten Essen. Einige Stunden später, wir haben mittlerweile 10 vor 3 und ich hatte einen miesen Zuckerflash. Hau mir gleich einen Energy-Drink rein und bin gerade auf dem Weg zum Training. Wieso ich einen Zuckerflash habe, wahrscheinlich nicht von dem Burger von vorhin, sondern von etwas, was ich gerade eben im Hotelzimmer gegessen habe. Und was das war, das könnt ihr jetzt sehen. Ein paar Minuten früher, 14.29 Uhr, im Hotelzimmer und ich werde mir jetzt mal kurz was reinhauen. Ich habe ein bisschen verdaut und alles. Und zwar möchte ich die 5.000 Kalorien noch voll machen, bevor ich jetzt ins Fitnessstudio gehe. Dafür habe ich hier diese Süßigkeiten gefunden, die es bei uns nicht gibt. Das sind Oreo Cakes, das. Also hinten ist so eine Abbildung drauf. Das schaut aus wie so, ja, Oreo Kuchen. Ein Stück davon hat 260 Kalorien. Ich denke, wir von drei reinhauen. Mal schauen, wie groß die sind. Sowas finde ich tatsächlich immer interessant zu testen in den USA. Das finde ich halt hier so das Interessante einfach, weil die Süßigkeiten haben, die wir nicht haben. Und die machen halt hier auch Sachen rein, die bei uns verboten sind. Okay, krass. Das Ding hier mal zwei sind 260 Kalorien, 130 Kalorien. Probieren wir es mal. Nicht so geil wie gedacht. Die Creme dazwischen, super ultra süß. Der Teig recht bröselig, könnte nicer sein. Naja, hilft aber nichts, ich zieh's trotzdem schnell durch. Jetzt das zweite Teil, dann hau ich mir noch drei weitere Packungen rein, dann haben wir über 5.000 Kalorien. Guten Appetit. Also die Oreos wurden verdrückt und ich bin jetzt im Anschluss auf dem Weg zum Gym. Geht da ungefähr so 10 Minuten hin und so Verdauungsspaziergänge tun extrem gut, Alter. Ich merke jetzt schon so ein bisschen, dass die Verdauung ordentlich am Arbeiten ist. Man wird in erster Linie einfach müde. Deswegen haue ich mir so einen Energy Drink rein. Das hier ist Zoa Energy im Geschmack Tropical Punch und es ist der Energy Drink von The Rock, Dwayne Rock Johnson, den ich so extrem feiere, den Energy Drink. Wir haben jetzt eine neue Verpackung bekommen. Sieht so aus. Fand die alte geiler, da war noch The Rock drauf. Schmeckt geil, ich feiere es echt. Schmeckt so ein bisschen wie ein Hustenbonbon. Schmecken nicht so übertrieben süß, auch nicht so künstlich und haben keine Kalorien. Und das ist eine kleine Dose und ein so ein Ding hat. 160 Milligramm Koffein hat eine Dose. Finde ich auch gut dosiert. Ich mache auch bei euch ein kleines Gewinnspiel und zwar könnt ihr so ein Ding gewinnen. Ich nehme ein paar Dosen davon mit und verschicke 4 Stück. Also jeweils eine an einen Zuschauer, also an 4 Gewinner oder Gewinnerinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist das Video liken. Pro eine Kalorie, die ich schaffe, erwarte ich auch ein Like. Also 15.000 müssen Minimum sein und schreibt in die Kommentare Hashtag Hamsterbacke. Und dann suche ich ein paar Gewinner aus, werde die kommentieren und dann machen wir das ganz über Instagram aus und ich schicke euch dann so ein Ding nach Hause. Gibt's leider bei uns in Deutschland nicht zu kaufen. Der Grund, wieso ich bei so Challenges meistens Sport mache, liegt ganz einfach daran, dass man danach fast immer wieder mehr essen kann. Auch wenn man nicht super viele Kalorien bei so Krafttraining verbrennt, tut's einfach gut. Und noch besser tut's, wenn man natürlich gut ausschaut, so wie ich jetzt hier, wobei das natürlich Geschmackssache ist. Ich finde aber, dass zumindest die Klamotten gut ausschauen. Die sind von Gymshark und dort bekommt ihr mit dem Code Franklin immer 10% auf eure Bestellung. Schaut auf jeden Fall mal gerne über den Link in der Videobeschreibung bei dem Shop vorbei, da sind neue Sachen rausgekommen und die schauen wirklich extrem gut aus. Das Training hingegen lief so mittelmäßig. Nach vielen Monaten Pause im Fitnessstudio wegen meines Boxkampfs war ich das erste Mal wieder richtig trainieren und mir ging es nicht wirklich gut, was mit der Kalorien-Challenge zu tun hatte, denn mein Bauch hat sich ultra voll angefühlt. Dazu aber jetzt mehr. 16:24 Uhr, ich habe fertig trainiert. Ich dachte, es geht mir danach richtig gut, aber mir geht es irgendwie viel schlechter. Mir ist richtig, richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob das von dem Trinken kommt, ob ich irgendwie zu viel getrunken habe, von der Kohlensäure, von dem Energy Drink oder wovon auch immer, aber ich fühle mich krank. Voll. Und ich habe ja gerade mal 5.500 Kalorien in 6 Stunden drin. Ich bin zwar gut in der Zeit, aber ich will eigentlich schon easy 10.000 vom Schlafen drin haben. Und dann morgen vielleicht nochmal 5.000 reinhauen. Oh, mir geht's gerade echt nicht gut, Mann. Ich fühle mich überhaupt nicht nice. Also ich hoffe, ich schaffe das überhaupt. Ich bin auf jeden Fall jetzt zur Abwechslung bei einem Pizzaladen. Deshalb bin ich hier beim Pizzaladen in der Prince Street. Und dieser Pizzaladen gilt als einer der gehyptesten Pizzaspots in ganz New York. Ihr seht zum Beispiel auch hier, ich glaube, das ist von Jennifer Lawrence, die unterschrieben hat. Gehen wir mal rein. Der Typ war hier zum Beispiel schon. Dann irgend so ein Kerl, der ausschaut wie Sydney. Wenn mich nicht alles täuscht, ist Liam Hemsworth. Aber das Allerkrasseste ist, wenn man hier rüber filmt, einfach Drachenlord. Auch so richtig random. Drachenlord war auch schon hier. Hier gibt es jetzt die verschiedensten Pizzen. Und besonders diese Pizza soll richtig krass sein. Wir haben kurz nach 4:30 Uhr. Die Pizzen sind jetzt hier. Ich kann euch leider die Uhrzeit nicht zeigen, weil das Handy gerade selber filmt. Aber ich werde gleich mal die nächste Person fragen, was für ein Datum wir heute haben, damit ihr auch wisst, dass es nicht gefaked ist. Excuse me. Do you know the date? Also, habt ihr es gehört, wir haben den 6. Dezember. Immer noch der gleiche Tag und hier probiere ich jetzt. Digga, ist die fettig. Junge, da läuft das Öl wirklich runter wie nochmal was bei dem Ding hier. Probieren wir mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geil schmeckt, aber es ist mega gehypt. Boah, ist das ölig. Boah, schaut euch mal an, wie da das Öl und Fett drin steht in dem Ding.
ein Stück, noch ein Stück und hier noch ein Stück und noch ein großes Stück. Ich muss an der Stelle sagen, die Amis haben halt irgendwie so eine ganz andere Vorstellung von Pizza als wir. Die nennen diese Salami übrigens Pepperoni. Keine Ahnung, wer denen das beigebracht hat. Also mich persönlich haut die jetzt null um. Die ist gestört fett. Ich hab noch nie in meinem Leben so eine fettige Pizza gegessen. Ich weiß nicht, ob man es auf Kamera erkennen kann. Selbst der angeschnittene Rand an der Seite ist wie so ein Knoblauchbrot. Öl vollgesogen. Ich bin langsam echt voll. Ich weiß nicht, wie viele Kalorien ein so ein Stück hat. Ich schätze mal ein Stück. Schon knapp 1000 Kalorien. Muss ich jetzt an der Stelle schätzen. Aber das, ihr habt es gesehen, das ist pures Öl, pures Fett. Machen wir 900 Kalorien. Ich hau mir jetzt ein Stück hier rein. Die anderen zwei Stücke dann im Hotelzimmer. Einfach, weil es so kalt draußen ist. Und das dritte Stück ist für Sophia. An der Stelle würde ich sagen, Levi, ist die Zeit für den einen Song. Rein damit. Guten Appetit und lass an der Stelle gerne mal einen Daumen da. Mit den restlichen zwei Stücken ging es aufs Hotelzimmer und diese wurden dort verdrückt. In meinen Augen können die amerikanischen Pizzen, mit denen wir uns in Europa nicht mal ansatzweise mithalten. Und damit mir keiner kommt und sich dann beschwert, dass die Kalorien irgendwie zu viel waren, habe ich noch zusätzlich diese Oreo-Cakes mit 250 Kalorien gegessen, die wir gar nicht berechnet haben. Etwa eineinhalb Stunden später ging es dann zu Fuß durch das schöne Soho zu einem der gehyptesten Taco-Spots in New York, wenn nicht sogar dem gehyptesten, und zwar Los Tacos Numero Uno. Hier hatte ich es schon Tage vorher auf die Quesadillas abgesehen, für die das Fleisch unter anderem von diesem knackigen Spieß da hinten kommt. Das gepaart mit Käse und Guacamole schmeckt gut und hat auch ein paar Kalorien. Ich habe ein neues Oberteil an und ich habe einen neuen Bildschirmhintergrund. Also das Video muss gefaked sein. Wir haben eigentlich einen ganz anderen Tag. Es ist immer noch der 6. Dezember, 19.32 Uhr. Wir haben jetzt hier Quesadillas. Ich dachte, die sind noch von außen mit Käse überbacken, aber sind sie leider nicht. Also sind die nicht so hochkalorisch, wie ich dachte. Ich hoffe, das wird mir nicht zum Verhängnis. Ihr werdet aber gleich sehen, das ist Weizenteig und dann wird da Käse reingemacht. Und da kommt dann hier nochmal Hähnchenfleisch, Avocado und alles Mögliche rein. Extrem geil. Schau mal, wie das Ganze schmeckt. Hunger habe ich nicht mehr so groß, aber ich glaube, sowas wird immer noch lecker sein. Da sieht man den Käse. Laut Internet hat ein so ein Quesadilla 430 Kalorien. Das kommt ungefähr hin. Wenn ich die drei gegessen habe, einmal hier mit Beef, zweimal mit Hähnchen, bin ich bei 9400 Kalorien. Dafür fühle ich mich jetzt mittlerweile wieder relativ gut. Das sei mal gesagt an der Stelle, dieses ganze Video ist natürlich kompletter Schwachsinn. So eine Kalorien-Challenge hat nichts mit Sinn oder sonst irgendwas zu tun, sondern ist für euch, dass ihr das beim Essen schauen könnt. Und ich hoffe, wir schmatzen hier gerade gemeinsam ab. Das heißt, wenn ihr gerade beim Essen das Video schaut, dann lasst auch mal einen Daumen da. Und weil das hier nur Schwachsinn ist, gehen von den Werbeeinnahmen 1000 Euro an wohltätige Zwecke, in dem Fall an Straßenhunde auf Bali. Die haben nämlich auch nichts zu essen. Ich esse hier, haue mir ordentlich was rein. Ihr schaut es an. Und von den Werbeeinnahmen geht ein Taui an hilfsbedürftige Hunde. Dankeschön dafür. Ich muss sagen, es schmeckt tatsächlich immer noch ziemlich geil. Und es ist eine willkommene Abwechslung. Schmeckt richtig frisch und lecker. Boah, schon krass, Mann. New York hat da schon auch echt ein saugeiles Essen. Dann würde ich sagen, lasse ich mir die drei Dinger schmecken. Und dann machen wir weiter. Es fehlen ja noch einige Kalorien. Der letzte Bissen der Quesadillas. Die waren frisch. Ging gut rein und lecker. Nur hatten sie leider nicht so ultra viel Kalorien. Das Geile an den Tacos ist, dass es direkt nebenan Levain Bakery gibt, wo es brutale Cookies gibt. Dark Chocolate Peanut Butter Chip Cookie, Dark Chocolate Chocolate Chip, Digga, das ist ja ein scheiß Zungenbrecher. Dark Chocolate Chocolate Chip Cookie, Chocolate Chip Walnut Cookie. Welchen soll ich nehmen? Die Cookies kommen auch frisch vom Blech und da kommen einige Cookies vom Blech, wie ihr seht. Auf die Dinger habe ich mich mit am meisten gefreut bei der Kalorien-Challenge, weil das für mich ein Cheat ist, den es in Deutschland so nicht gibt. Ich zeige euch, was ich meine. Die Dinger wiegen enorm viel und jetzt passt mal auf, wenn man die aufbricht, wie geil das ausschaut. Wir haben hier Schokolade und Walnuss drin. Ich hoffe, man erkennt, wie buttrig und matschig die sind. So richtig ultra fettig und teigig und alles. Wirklich extrem gute, geile Cookies, die pro Stück 5 Dollar kosten. Kalorienmäßig, ich tippe mal, was würdest du schätzen, Sophia? 400, 600 würdest du sagen? Okay, dann sagen wir 500 hat eins. Ein Cookie, 500 Kalorien, kommt etwa hin wie eine Tafel Schokolade. Boah, schmecken halt so saugeil. Und ich habe mir einen hiervon geholt, mit Walnüssen noch drin. Und hier den zweiten mit Erdnussbutterchips drin. Chocolate Peanut Butter, einfach die Dinger, die am meisten Kalorien haben mit Nüssen. Und auch der schmeckt so unnormal geil. Das mag echt was heißen, wenn du 10.000 Kalorien quasi schon drin hast und dir Sachen immer noch gut schmecken. Gerade die Levain Bakery ist kein Geheimtipp mehr. Den kennt man schon seit Jahren. Also viele Leute, die nach New York kommen, auch von euch, testet den Laden. Der ist zwar immer noch sehr gehypt, kommen auch viele Touristen, aber schmeckt auch einfach geil. Das ist eine super Anlaufstelle. Den nehmen wir mit zum Hotel, da lasse ich mir die schmecken. Ich glaube, wir gehen auf dem Weg zum Hotel noch kurz einkaufen, weil ich immer noch Süßigkeiten holen. Gesagt, getan. Und ich finde, die amerikanischen Supermärkte, besonders in Bezug auf Süßigkeiten, sind für uns Europäer besonders interessant. Ich liebe Erdnussbutter und deswegen habe ich mich hier für diese Peanut Butter
Pretzel-Stuff-Dinger entschieden. Und außerdem natürlich muss man auch mal Takis probieren. Den Geschmack Intense Nacho hatte ich noch nicht, deswegen ging davon auch eine Tüte mit. Mittwoch, 6. Dezember, 22.29 Uhr, meine Damen und Herren. Wir sind fast 12 Stunden in der Challenge und haben bisher 10.400 Kalorien drin. Jetzt machen wir weiter mit den Takis. Verflucht sind die Leute, die Takis sagen. Und außerdem natürlich muss man auch mal Takis probieren. Da ist 1K und nicht 2K. Also entweder spreche ich es falsch aus oder ihr, aber ich glaube, es heißt Takis. Takis Intense Nacho Non-Spicy. Hier sieht man die Kalorien. Ein Serving bestehend aus 10 Takis haben 150 Kalorien. Ehrlich gesagt glaube ich, bei den Cookies haben wir uns ein bisschen verschätzt, was die Kalorien anging, weil die Digga, also die haben richtig krank im Magen, die Teile. Oder liegen krank im Magen. Ja, aber ist egal, wir lassen es bei 1000. Wie schmecken die? Ich habe die noch nie in Deutschland gesehen, immer nur die blauen oder die scharfen roten. Ja, kann man machen. Gibt's aber geilere. Es gibt die mit Nacho, Fuego Nacho oder so ähnlich heißen die irgendwie so. Die hatten wir mal daheim. Die sind krass, Alter. Die schmecken richtig heftig. Und sagen wir auch mal, ich hau mal davon 30 Stück rein. Also 450 Kalorien haben wir 11.000. Und dann hau ich mich aufs Ohr. Ich muss Schlaf reinholen. Und dann muss ich nach dem Aufstehen noch in der Frühstückssession 4.000 Kalorien reinhauen. Das ist eine Menge. Ich hoffe, ich verhält mich damit nicht. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr zu essen, ehrlich gesagt. Vor allem jetzt danach ist irgendwie jetzt... Nee. Kannst eh nicht nachts rumlaufen in New York. In dem Sinne lasse ich mir die Dinger jetzt hier schmecken. Und dann hau ich mich aufs Ohr. Und dann sehen wir uns nach einem kurzen Schlaf wieder. Keine Ausreden. Kurze Zeit später ging es dann auch ins Bett, um dann gegen 7.30 Uhr in Sportkleidung ready für einen Lauf wieder aufzustehen. Und ich finde, dass Joggen gerade in New York einfach nochmal mehr Spaß macht. Die Locations sind alle so iconic und man kennt sie aus irgendwelchen Filmen. Einen wunderschönen guten Morgen aus New York, Leute. Gebt euch das, wie geil ist das? In New York joggen ist so ziemlich eine der geilsten Sachen, die man machen kann. Ich fühle mich ziemlich gut. Ich habe schlecht geschlafen, aber ich habe das Gefühl, dass wieder Kalorien reingehen. Und wir haben ungefähr noch 3 Stunden bis zum Ende der Challenge. Und ich muss natürlich jetzt in 3 Stunden 4.200 Kalorien oder sowas reinbekommen. Das ist ganz schön viel. Aus dem Grund habe ich hier in meiner Tasche was dabei. Und was das ist, zeige ich euch gleich. Ich bin jetzt ein gutes Stück gelaufen. Auch die Dinger, die ihr gestern schon gesehen habt, habe ich mitgenommen. Ein so ein Peanut Butter Filled Pretzel Ding hat 150 Kalorien. Wenn ihr jetzt mal seht, wie klein die sind. Nicht mal wie so ein Kinder Bueno, wie so ein halbes Kinder Bueno. 150 Kalorien auf easy. Boah, das ist quasi so Breze, hier so Brezel Dinger mit Schokolade überzogen. Und da drin, ihr könnt es sehen, da drin befindet sich nochmal Erdnussbutter. Junge, ein bisschen trocken. Liegt glaube ich daran, dass es so kalt ist. Ich das Ding die ganze Zeit in meiner Bauchtasche drin hatte. Einfach gerade, keine Ahnung, 1/4 Stunde gejoggt. Wahrscheinlich so viel Kalorien verbrannt, wie ein so ein Teil hat. Also habt es im Hinterkopf, wie viel schwerer es ist, Kalorien zu verbrennen, als zu essen. Man kann sich sowas auch mal gönnen. Ich bin aber ein Freund des 80-20 Prinzips. 80% clean, 20% kann man sich auch mal ein bisschen gönnen. Ah, ups, da war ein Fehler. About 5 Stück haben 150 Kalorien. Und normalerweise sind die so groß, das ist zusammengeklebt. Noch eins. 150 Kalorien mehr auf der Uhr. Ich hocke mich jetzt hier auf die Bank, werde mir davon nochmal 15 Teile reinhauen. Dann sind nochmal 450 Kalorien mehr auf der Uhr. Plus die 150 gerade eben, 600 Kalorien. Fertig aufgegessen. Ging überraschend gut rein. Ich habe schon den nächsten Spot, wo ich jetzt hinjogge, wo es die nächsten Sachen gibt. Hier immer am Hudson River Park entlang. Geile Aussicht, alle sind hier am Sport machen. Auch unnormal geil sind hier so die Basketballplätze oder sowas. Schaut aus wie so FIFA Street, nur so für Basketball. Direkt am Wasser. So, ich bin angekommen. Direkt neben meinem Ziel befindet sich hier in Soho so ein Sportplatz, wo manchmal Adam Sandler Basketball spielt. Ist richtig crazy. Man überlegt, dass hier so viele Hollywood-Stars auch leben. Und wahrscheinlich gehen auch einige von denen hier zur Dominic Ansel Bakery. Hier wurde der Cronut erfunden. Das seht ihr auch in einem der nächsten Videos, wo ich den probiere. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich hole mir aber jetzt was anderes. Und was ist, seht ihr jetzt? So ein Chocolate Chip Cookie Shot möchte ich probieren. Und Frozen S'mores. Hier könnte man auch noch viele andere Sachen probieren. Also dieser Cookie ist so ein warmer Cookie innen mit Schokolade und dann der Milch drin. Es gibt keine richtige Anleitung dafür, wie man das jetzt konsumiert. Wow, die Milch ist übertrieben süß und zuckrig. Oh oh,
natürlich nicht so schlau, den Becher zu essen, während noch Inhalt im Becher ist, ne? Ich bleib bei Kalorien-Challenges. Zum Beispiel bin ich nur dummer Influencer. Ja, wie isst man das denn am besten? Krass, anscheinend sind diese Cookie Shots auch ziemlich bekannt hier. Hier stehen sogar schon so Informationstafeln. Hier ist das zweite, was ich mir bestellt habe. Frozen S'mores, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was S'mores ist. In der Mitte ist Eis mit Schokolade. Außen weicher, warmer Marshmallow. Oh Gott, ey. Ich kriege echt einen Zuckerschock langsam. Also ich merke den Zucker echt, das ist mir jetzt ein bisschen zu süß. Uiuiui. Kalorienmäßig schätze ich so ein Ding auf 400 Kalorien und den Shot gerade eben von davor. Sagen wir beides zusammen 800 Kalorien. So, aufgegessen. Langsam wird mir schlecht, muss ich sagen. Was einige da draußen, glaube ich, vergessen ist, dass ich hier 15.000 Kalorien esse. Aber ich habe das Gefühl, dass manchmal für Leute das irgendwie schon nicht mehr so viel ist oder die so vergessen, wie viel das eigentlich ist. Vor ein paar Jahren hat keiner irgendwie 10.000 Kalorien geschafft. Und wir ziehen hier in dem Video einfach mal 15 runter. Wir sind jetzt bei 12.250 Kalorien und das Ganze um 8.44 Uhr. Das heißt, ich habe jetzt noch genau 2 Stunden Zeit, bis die Challenge vorbei ist. Und in der Zeit, boah, muss ich noch 2.700 Kalorien reinpfeffern. Ich dusche mich und dann geht's auf zu einem Laden, wo ich hoffe, wo wir noch ordentlich was tanken können. Also, es ist nicht alles, was ich mir bestellt habe, weil das reicht nicht von den Kalorien her. Aber wir haben hier so ein Brot mit Lachs und einem pochierten Ei drüber. Drunter ein bisschen Remoulade. Ein Ei, 100 Kalorien, 200 mit der Remoulade und einem ein paar hundert Kalorien. Und hier haben wir etwas mehr hat. Einmal erstens Bacon. Ordentlich, sehr, sehr, sehr fettigen Bacon. Und dann ein Cheddar Cheese Sandwich. Hier drunter kann man es so ein bisschen erkennen. Da befindet sich auch nochmal ordentlich Käse. Das hat deutlich mehr Kalorien. Die zwei Sachen werde ich mir jetzt reinhauen. Dann habe ich mir noch was danach bestellt, was ich mir gönnen muss, weil wir haben mittlerweile nicht mehr eine Stunde Zeit und ich muss jetzt noch knapp 3000 Kalorien reinpfeffern. Also es wird echt knapp. Für die beiden Sachen zusammen berechne ich 1500. Dann sind wir bei 13.750 Kalorien. Und dann muss ich echt Gas geben, dass ich es noch schaffe. Jetzt würde ich sagen, beißen wir hier mal rein. Dann müssen wir hier natürlich auch noch den Bacon mitnehmen. Okay. Bacon, Käse und Ei. Das ist das amerikanische Frühstück, meine Damen und Herren. In dem Fall jetzt hier auf so einem Cookie oder wie auch immer die sagen, Biscuit sagen die, glaube ich, dazu. Das ist kein richtiges Brot, sondern ja, ein Cheddar-Biscuit ist das. Die Kalorien haue ich mir jetzt noch rein. Ihr seht, dieses Mal bei der Kalorien-Challenge auch keine Nüsse oder sowas. In den USA braucht man das einfach nicht, weil einfach alles so fettig ist und man auch schon so auf die Kalorien kommt. Wir gehen langsam ins Finale der Challenge. Es wird Zeit für den einen Song nochmal. Levi, mach den einen Song an. Ich würde sagen, Zeitraffer in 3, 2, 1, go! Ja, Leute, ich hoffe, der Zeitraffer hat euch gefallen. Wir fanden ihn auch richtig gut im Nachhinein, als ich das dann im Schnitt gesehen habe, beziehungsweise Levi das Ganze gesehen hat. Sophia, die mich gefilmt hat und den Zeitraffer gemacht hat, hat leider Aufnahme und Stopp verwechselt. Und somit haben wir von den beiden Mahlzeiten keinen Zeitraffer. Ob ich das jetzt gegessen habe oder nicht, könnt ihr selber entscheiden. Wir saßen dann im Restaurant und ich habe es auf jeden Fall in meinen Augen verdrückt. Der Kellner hat sich bei meiner Bestellung eh schon gewundert, wieso ich mir so viel bestelle. Als ich alles aufgegessen habe, hat er dann noch verdattert geguckt. Aber leider haben wir davon keinen Zeitraffer, nirgendwo. Sorry dafür. 10.15 Uhr, Jungs und Mädels. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Die beiden Mahlzeiten wurden verdrückt. Ich bin langsam echt voll. Wir haben jetzt 13.650 Kalorien drin. Das heißt, mir fehlen noch 1.350 Kalorien. Und ich glaube, damit komme ich ziemlich genau mit diesem mächtigen French Toast hier hin. Wir haben French Toast mit hier so einer Nuss-Schokoladenbutter drüber. Allein das Ding hat wahrscheinlich 300-400 Kalorien. Nur allein das Ding. Dann Brioche French Toast. Richtig mächtig gebraten. Kennt ihr wahrscheinlich. Ist eins meiner Lieblingsgerichte. Hier nochmal so eine Butter Karamellsoße dazu, plus Schokoladenbiscuits und nochmal karamellisierte Bananen. Ey, ist es jetzt an dem Punkt, bin ich gerade echt einfach satt. Ich habe mir schon jetzt heute diese Pretzels reingehauen. Ich habe mir das S'mores reingehauen, den Shot, 2 Hauptgerichte und jetzt nochmal das. Und gestern ein Dutzend Donuts, 3 Burger, 3-mal diese Pizza, diese heftige und. Also bin ich mal selber erschrocken, wie viel ich eigentlich essen kann und wie viel man dann in 24 Stunden wegdrückt. Aber jetzt probieren wir noch diese köstlichen French Toast hier. Das ist ja eine Sache, die Amis richtig geil können. Und das ist auch für mich so mein Lieblingsessen. French Toast.
Boah, Digga. Das hier oben drüber ist sogar leicht gefroren. Boah, ein bisschen alkoholisch. Das schmeckt krank, Alter. Das schmeckt richtig, richtig, richtig krank. Seht's mir nach, dass wir bei der Challenge Kalorien teilweise schätzen müssen. Da kommt man nicht drum rum, weil ich weiß ja nicht, wie viele Kalorien es hier hat. Das kann man nicht herausfinden. Und es wäre schade, wenn man nichts im Restaurant essen kann bei so einer Challenge. Aber so ist es halt nun mal. Mein persönlicher Rekord bisher liegt und bleibt bei 20.000 Kalorien. Das war in Deutschland, aber ich glaube, man könnte hier auch das nächste Mal, wenn ich herkomme, 20.000 Kalorien hier wegfetzen, weil es geht schon ein bisschen leichter als in Deutschland. Und jetzt mache ich meinen Mund zu, fürs Essen auf und wir gehen rein in den letzten Zeitraffer. Der 15.000 Kalorien Challenge in New York, meine Damen und Herren. Viel Spaß, ihr kleinen Hamster. Alter, ey, das Essen hier ist insofern anders, dass man einfach, mir wird richtig schlecht von dem Essen, weil das so übertrieben fettig hier ist und so mächtig, viel mächtiger als in Deutschland, das ist ganz anders. Man hat weniger dieses Füllegefühl und ich hatte die ganze Challenge über immer so eine Übelkeit, aber mir war die ganze Zeit so ein bisschen übel. Ihr seht's, bei mir die Live-Uhr, es ist 10.26 Uhr, Donnerstag. 7. Dezember. Jetzt esse ich hiervon noch das. Und dann würde ich sagen, ich habe erfolgreich 15.000 Kalorien in New York gegessen. Somit können wir sagen, Challenge geschafft. Ich bin raus aus dem Restaurant. Mir ist gerade richtig schlecht schon wieder. Das hat mich schon... Es war eine interessante Reise hier in New York. Es war eine interessante Kalorien-Challenge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und unterhalten. Und ihr konntet währenddessen vielleicht auch ein bisschen abschmatzen. Die Werbeeinnahmen des Videos, also 1.000 Euro, gehen an die Bali Animal Welfare Association. Mit denen arbeitet auch ein Kumpel von mir zusammen. Ich weiß, wo das Geld ankommt und es kommt wirklich dort an, wo es auch gebrauchtet. Ich hau euch die mal in die Videobeschreibung. Da kommt ihr zu denen, könnt ihr auch gerne eine kleine Weihnachtsspende da lassen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich die nächsten Tage schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit und besinnliche Feiertage. Und ihr könnt euch noch auf 2 weitere Videos aus New York nächste und übernächste Woche freuen. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo da. Die meisten von euch haben nicht abonniert. In dem Sinne verabschiedet sich die Hamsterbacke aus New York. Wir haben mit 15.000 Kalorien abgerissen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Over and out. Ciao.